Grüße euch ganz herzlich. Wir sind heute hier in Berlin, um ein ganz neues Honda-Auto zu gucken, nämlich den Honda e. Das ist eine ganz spannende Sache, weil für Honda das erste Elektroauto. Und ich stehe hier mit Kotaro Yamamoto. Er ist technischer Berater bei Honda und er kann uns sehr viel, wenn nicht gar alles, über diesen neuen Honda sagen. Ja, und dann fange ich doch gleich mal außen an. Herr Yamamoto, was lässt sich über dieses Außendesign sagen? Wir sehen natürlich viel, aber natürlich lässt sich bestimmt auch etwas sagen zu diesem Design. Also es gibt eine gewisse Anlehnung an den Ur-Civic in der ersten Generation. Das ist auch gewollt so gewesen. Wir wollten ein gewisses Vertrauensgefühl, eine Sympathie wecken mit dem Außendesign, weil wir auch glauben, dass Elektrofahrzeuge in Zukunft auch viel näher an den Menschen herankommen. Und deswegen muss es auch freundlich und sympathisch werden. Absolut. Und wenn wir mal an die Front gehen, und das finde ich ist hier ganz gut gelungen, diese Scheinwerfer, die schauen irgendwie freundlich. Das hier, was sehen wir hier? Da ist das Ladedock, das heißt, die Klappe öffnet sich und dann kann ich meine Ladestecker da dran schließen für Wechselstrom und auch für Gleichstrom, um das Elektrofahrzeug halt aufzuladen. Gut, und der Vorteil von der Anbringung hier auf der Motorhaube, ich nenne das mal Motorhaube, auch wenn es ja keine klassische mehr ist, man ist ja von den E-Autos gewohnt, dass sie eher vorn sind. Was ist der Vorteil hier? Also da gab es zwei Gründe dafür. Einmal die Ergonomie, weil man da natürlich viel besser drankommt. Zum anderen, wenn das hier vorne ist, dann friert das auch öfters mal zu, wenn man im Winter unterwegs ist. Und da oben ist die Gefahr natürlich deutlich geringer. Sehr interessant. Dann gehen wir doch so ein bisschen weiter an die Seite und sehen hier etwas, was uns überrascht. Denn normalerweise findet man hier einen klassischen Außenspiegel. Was ist das? Das ist ein Kamerasystem, das sogenannte CMS-System, Camera Monitoring System. Das ersetzt den klassischen Außenspiegel, bringt sehr viele Vorteile. Man hat weniger Verwirbelung, dadurch auch keine Windgeräusche. Auch die Sicht wird dadurch verbessert. Der tote Winkel wird bis zu 50% reduziert. Auch die Lichtempfindlichkeit, das heißt auch im Dunkeln sehe ich natürlich sehr gut, was hinter mir passiert. Sehr schön. Dann hier fallen mir die versenkbaren Griffe auf. Das ist auch, im Moment haben wir, das habe ich noch gar nicht gesagt, ein Prototyp. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, zu 98% wird der ja so kommen. Genau, also diesen Prototyp werden Sie dann wahrscheinlich mit dem Serienmodell, was wir dann zur IAA zeigen werden, optisch kaum unterscheiden können. Es sind nur noch Kleinigkeiten, die gesetzeskonform gemacht werden müssen, aber von außen kaum unterscheiden. Das heißt, die Endkunden können auf der IAA im Herbst schon sehen, wie dieses Auto fertig aussieht. Ganz genau. Fertig, auch wenn es heute schon sehr ähnlich ist. Und wenn jemand sagt, ja, das Auto gefällt mir, ich möchte es heute schon bestellen, ist das heute schon möglich? Das eigentliche Bestellen ist noch nicht möglich. Man kann aber schon mal eine Vorreservierung abschicken. Da zahlt man 800 Euro vor. Diese bekommt man aber auf jeden Fall wieder zurück, egal ob man die Reservierung rückgängig macht oder auch wenn man dann tatsächlich bestellt. Und damit ist man dann, kann man sich schon mal einen Platz sichern, mit einer der ersten dabei zu sein, um das Fahrzeug dann auch tatsächlich zu bestellen. Also man kauft selbst, wenn man heute sich schon entscheidet, ohne Risiko. Man kann auch noch sagen, ich möchte es doch lieber nicht. So ist es. Sehr interessant. Zum Preis kommen wir gleich noch, aber gehen wir einfach mal nach hinten. Sehr interessant hier auch die Integration des Griffs. Mhm. Wir haben ja hier einen Viersitzer und das heißt, man hat das vermutlich so gemacht, damit es eher aussieht wie ein Coupé? Genau, also es ist ein praktischer Fünftürer, sieht aber optisch aus wie ein Dreitürer, weil halt die hinteren Türgriffe versenkt sind. Das haben wir ja damals bei dem Civic 2006 schon gemacht. Das hat sich ja jetzt auch in verschiedene andere Modelle auch Einzug gefunden. Und so ist das halt hier auch der Fall, dass wir gewisse Funktionalitäten einfach optisch integriert haben, um es dann auch optisch zu verstecken. Wir steigen gleich ja noch ein. Aber vielleicht noch zum Heck. Auch hier finden sich die runden Leuchten wieder. Hier natürlich keine Scheinwerfer, sondern Heckleuchten. Und wir haben hier noch ein schwarzes Feld. Was ist dazu zu sagen? Also in diesem schwarzen Feld haben wir, wie gesagt, einige Funktionalitäten optisch versteckt. Also zum Beispiel die Nebelschlussleuchte. Das ist ein ganz helles LED-Licht. Dann auch die Rückfahrleuchten sind integriert und auch der Griff.
für die Heckklappe. Hier, ne? Genau. Und natürlich auch das Honda-Logo. Das Honda-Logo wird leider in der Form in Europa nicht erlaubt sein. Das heißt, ja. Das müssen wir leider mit einem herkömmlichen Chrom-Emblem ersetzen. Okay. Und diese schwarzen Elemente, die wir jetzt hier sehen, Dach, dieses Heckteil und auch an der Front, wird es auch so im endgültigen Honda e so sein? Das wird auch in dem endgültigen Serienmodell so sein. Okay. Und das, was wir jetzt hier weiß sehen, das ist dann in Farben erhältlich, vermutlich? Ganz richtig. Wie viele Farben wird es geben, wissen Sie schon? Ich glaube, so um die 5 Farben werden wir auf jeden Fall anbieten. Dabei sein wird ein kräftiges Gelb, Blau, Grau, Schwarz und natürlich auch das Weiß. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir es mal von außen gesehen. Setzen wir uns noch mal rein und schauen dort weiter. Wir im Innenraum des Honda e und natürlich gibt es auch hier was zu zeigen und einige Innovationen, Sachen, die man hier sich überlegt hat. Ja, Yamamoto, was kann man hier sagen? Was ist hier das Wesentliche im Innenraum? Und natürlich auch, wird das auch in der finalen Version dann so bleiben? Außen haben wir ja gesagt, 98% ist das Auto so, bleibt das so? Wie sieht es hier innen aus? Und wie gesagt, was lässt sich hier zeigen? Also das wird im Innenraum genauso fortgeführt. Also man sieht ja auch hier die starke Designanlehnung an den Ur-Civic. Zum einen hier an die Leute, die sich vielleicht noch daran erinnern können, dieses typische Zwei-Speichen-Lenkrad-Design. Dann auch diese Holzverkleidung in dem Dashboard und auch diese horizontale Orientierung. Das ist natürlich auch alles von dem Civic her gekommen. Das ist aber auch so ein bisschen das, was wir die Vergangenheit quasi mit der Gegenwart und vielleicht sogar auch mit der Zukunft verbinden wollten. Da steckt ja auch sehr viel Technologie dahinter. Diese großen Bildschirme, ja. Der 8 Zoll Bildschirm in der Mitte für die ganzen Fahrerinformationen, aber auch diese zwei großen 12,3 Zoll Bildschirme, die ja, einzeln natürlich konfiguriert werden können, aber auch als Breitbild zusammengefügt werden können, um vielleicht einen Film anzuschauen. Es gibt einen persönlichen Assistant, der so ein bisschen auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet und auch die Stimmung des Fahrers erkennt. Also sehr, sehr viel Technologie in einem sehr nostalgischen und auch vertrauenserweckenden Design. Ja, man sieht hier dieses Holz, das erinnert schon ein bisschen an gestern und, mhm. Und eben dann die Verbindung zum heute mit dem wirklich sehr großen Bildschirm und links und rechts, man sieht das hier eben auch, dann die Projektion der Rückspiegel, die eben keine klassischen mehr sind, wir haben es ja von außen gezeigt, sondern eben hier innen gut zu sehen und Sie haben ja gesagt, und das ist natürlich wahr, unabhängig von den Lichtverhältnissen außen, auch bei Nacht, noch gut zu sehen und auf der anderen Seite sieht man es ja auch. Hier haben wir dann in der Mitte noch so eine Art Konsole mit den wesentlichen Funktionen. Rückwärts-Fahrmodus, vorwärts, Drive-Mode haben wir hier auch noch. Mhm. Das heißt, sind unterschiedliche Fahrmodi hier schaltbar. Welche sind das? Das ist der Normalmodus und wahrscheinlich dann der Sportmodus oder Dynamikmodus. Da wird einfach die Antwort auf das Gaspedal, was ja eigentlich kein Gaspedal mehr ist, wird dann einfach verschärft. Das heißt, es wird mehr Drehmoment von dem Elektromotor freigegeben. Über Drehmoment haben wir noch gar nicht gesprochen und auch über Leistung nicht. Mhm. Wie viel Leistung wird dieses Auto denn voraussichtlich abgeben können? Und wie sieht es mit dem Drehmoment aus? Und natürlich bei einem Elektroauto immer wichtig, was macht die Reichweite und was ist eigentlich die Grundkonzeption für die Reichweite? Also wir reden hier von einer Motorleistung von über 100 PS und einem maximalen Drehmoment von über 300 Newtonmeter. Also das schiebt sicherlich schon gehörig voran. Vor allen Dingen, weil ja auch beim Elektromotor das maximale Drehmoment sofort anliegt. Ja. Deswegen haben wir natürlich auch bewusst ein Heckantriebkonzept gewählt, um eben diese Kraft dann auch effizient und effektiv auf die Straße zu bringen. Es braucht keine Übertragung der Kraft nach vorn. Richtig. Und das hat dann zusätzlich noch den großen Vorteil, dass wir natürlich vorne keine Antriebswellen haben. Das heißt, wir können die Vorderräder viel stärker einschlagen
Und damit bekommen wir einen Wendekreis von unter 9 Metern, was gerade im Stadtbetrieb sehr, sehr von Vorteil ist. Absolut. Das spürt man ja, wenn man mal ein Auto fährt im Stadtverkehr, dass einen großen Wendekreis hat, wie sperrig sich das anfühlt. Richtig. Und deshalb ist gerade in der Stadt natürlich ein kleiner Wendekreis ein riesiger Vorteil, gar keine Frage. Und wie sieht es mit der Reichweite aus? Sie haben schon angedeutet, das ist ein Auto eher für die Stadt. Mhm. Reichweite? Reichweite liegen wir momentan bei dieser Batteriekapazität von ca. 36 Kilowattstunden bei über 200 Kilometer im WLTP-Modus. Wir sehen das als ausreichend, weil dieses Fahrzeug auch als Stadtauto konzipiert worden ist, weil wir auch der Überzeugung sind, ein Elektroauto macht auch in der Stadt im urbanen Umfeld am meisten Sinn. Das sehen viele so, ich auch, und von daher kann ich nur unterstreichen, was Sie sagen. Und für die Käufer, für die potenziellen Käufer auch natürlich wichtig, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, man kann das Auto ja schon vorbestellen. Wo liegt in etwa der Preis dann am Ende oder wo wird er liegen? Genau ist es ja noch nicht bekannt gegeben. Also genau können wir den Preis heute noch nicht nennen. Wir können vielleicht so eine Indikation geben. Es wird aber auf jeden Fall kein Billigprodukt sein. Das ist wahrscheinlich kein Elektrofahrzeug. Es ist leider Gottes auch von den Batteriemarktpreisen her definiert. Wir werden circa eine Preisspanne zwischen 35.000 und 40.000 Euro haben. Wir hoffen aber eben, dass der Honda e eben durch seine neueste Technologie, durch sein Fahrverhalten und natürlich auch nicht zuletzt durch sein cooles Design ja die Herzen der Käufer erobern wird. Und ab wann wird er das dann machen können? Also das heißt, wann werden die ersten Honda e auf der Straße sein? Also die ersten Auslieferungen für die Kunden, die auch als erstes bestellt haben, das wird dann anfangen im Frühjahr nächsten Jahres. Ja, das klingt sehr gut. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich werde jetzt mal nach hinten gucken. Wir haben ja hier einen Viersitzer. Ich werde mich mal nach hinten setzen und gucken, wie es da aussieht. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Jetzt habe ich mich mal in die zweite Reihe verzogen und möchte euch hier zeigen, wie viel Platz hier ist. Also es ist ja ein Kleinwagen, ein Auto für die Stadt und trotzdem, ich bin 1,86 groß, ihr wisst das ja, habe ich ganz gut Platz hier. Diese Rückbank hier ist übrigens am Stück gemacht, das war den Designern wichtig. Die wollten keine umklappbare Bank, die wollten dieses Gefühl von Sofa in dieses Auto übertragen. Und um dieses Sofa-Gefühl, um dieses Heimische zu unterstützen, hat man auch Möbelstoffe genommen, die also auch für Möbel verwendet werden. Einfach damit man sagt, es soll gemütlich, es soll wohnlich werden. Und das war auch der Grund, warum man eben nur eine Bank genommen hat, die nicht trennbar, umklappbar ist in der Mitte, sondern am Stück. Aber man fühlt sich wohl hinten. Es gibt die Kopfstützen hier oben. Ich kann die auch mal hochfahren. Also da ist auch für meine Größe, sind die Kopfstützen perfekt positioniert. Und ja, ich kann nichts Schlechtes sagen. Man fühlt sich wirklich wohl. Das, was die Designer überlegt haben, geht meines Erachtens auf. Diese Mischung aus Retro und Moderne. Und übrigens nicht nur im Innenraum, auch außen habe ich das wieder gefunden. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie das Auto von außen aussieht. Wir waren drinnen. Der technische Berater von Honda, Herr Yamamoto, hat es erklärt, was man hier alles gemacht hat. Und ich möchte eigentlich ein kleines Fazit ziehen über das, was wir hier vor uns haben. Wir haben das erste elektrische Auto von Honda, rein elektrische Auto. Und es wird Anfang 2020 auf den Straßen sein. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Wer 800 Euro bezahlt, ist mit dabei, denn es gibt nur 1500 Stück davon. Für Deutschland, für Europa sind es 5000. Das ist wirklich nicht viel. Und das Auto ist meines Erachtens für die Stadt und für die kurze Strecke perfekt positioniert. Es hat 4 Türen. Das ist sehr praktisch. Man kann die Taschen einfach reinhauen. Es hat eine Reichweite von 200 Kilometern in etwa. Das reicht für die Stadt allemal aus. Und ich muss sagen, wenn es dann so 30.000 bis 40.000 in Abhängigkeit der Ausstattung kostet, dann bewegt es sich durchaus im Wettbewerbsumfeld, auch wenn es natürlich im Vergleich zu einem Verbrenner noch relativ teuer ist. Aber die Batterientechnologie ist eben noch teuer. Was das Auto teuer macht, ist nicht der Elektromotor, sondern die Batterien. Die sind relativ teuer und das ist auch das, was den Gesamtpreis am Ende ausmacht. Aber ich denke, mit seinem tollen, mit seinem cuten Aussehen, mit seinem liebevollen Blick und dieser Retro-Anmutung dürfte der Honda e die Herzen der Fans begeistern. Das ist der Honda e. Ja, und ihr wisst ja, ihr seid bei der-autotester.de. Nein, ich sage nicht minus, sondern ich sage der
autotester.de. Und wenn euch gefällt, was wir machen, hinterlasst gerne ein Like. Aber noch lieber haben wir es natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert bei YouTube. Das ist der Honda e-Tester.